Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über Frankreich und zwar die Geschichte Frankreichs ab 1944, also die letzten Ausläufer des Zweiten Weltkrieges und dann vor allem in die Nachkriegszeit, also nach 1945 die Entstehung der Vierten Republik und was in dieser Zeit passierte, bis dann hin zur Entstehung der Fünften Republik unter Charles de Gaulle, die dann bis 1969 unter de Gaulle geleitet werden sollte. Los geht's! Am 6. Juni 1944 ging der Zweite Weltkrieg in seine letzte große Phase. An diesem Datum begann die berühmte Invasion in der Normandie. Gleichzeitig hatte sich zu diesem Zeitpunkt an der deutschen Ostfront die Geschichte natürlich auch schon verändert, denn nach den Verlusten der Deutschen in der Schlacht von Stalingrad hatte sich der Krieg massiv gedreht und so geriet Deutschland nun mehr und mehr unter den Druck beider Fronten und die Schlinge um das nationalsozialistische Deutschland und um Adolf Hitler zog sich immer weiter zu. Zu den Streitkräften, die jetzt nun ab der Normandie Richtung französisches Inland zogen und dort eben Frankreich zurückerobern sollten, gehörten auch französische Truppen unter dem Kommando des berühmten Charles de Gaulle, General de Gaulle, der Mann, der für Frankreich in der Kriegszeit, aber auch nach dem Krieg, wie wir sehen werden, noch besonders wichtig werden sollte. Diese Soldaten marschierten nun Richtung Paris und zogen im August siegreich über den Champs-Élysées in Paris ein. Gleichzeitig hatte man schon wenige Tage bevor man Paris erreicht hatte, eine weitere Invasion in Kraft gesetzt und zwar dieses Mal in Südfrankreich, denn dort war ja das Vichy-Regime an der Macht, also sprich der Teil Frankreichs, der mit den Deutschen während des Krieges kollaboriert hatte und dieses Gebiet wollte man natürlich jetzt auch zurückerobern und somit lief quasi die Gesamtrückeroberung Frankreichs in dieser Zeit an. Als General de Gaulle Ende August 1944 siegreich in Paris einzog, konnte natürlich die Freude, die jetzt unter der Bevölkerung ausbrach, das große Desaster nur kurze Zeit übertünchen. Denn tatsächlich war Frankreich natürlich in die Knie gezwungen worden. Das Land war über Jahre besetzt worden, war ausgebeutet worden, die Wirtschaft lag am Boden, die Leute hatten mit großen Problemen zu kämpfen und diese Probleme mussten natürlich jetzt, nachdem der Krieg dann beendet sein sollte, so nach und nach erstmal aufgearbeitet werden und wieder in Ordnung gebracht werden und das sollte, wie wir sehen werden, große Anstrengungen kosten. Hinzu kam, dass sich das politische Frankreich natürlich auch während des Zweiten Weltkrieges und auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde genauso wenig einig war in der Ausrichtung des Landes, wie das vor dem Krieg der Fall gewesen war. Und so kam General de Gaulle hier eine einende Funktion zu. Er sollte also versuchen, die politischen Lager miteinander in gewisser Weise zu versöhnen. Und das war auch insofern wichtig, als das überhaupt nicht klar war, dass jetzt nun nach dem Einmarsch der Franzosen in Paris die alte Ordnung wiederhergestellt werden könnte. Denn man hatte ja keine offizielle französische Regierung mehr zu dieser Zeit. Und insofern war es gar nicht abzusehen, ob sich möglicherweise diese Bewegung unter de Gaulle ein Stück weit verselbstständigen könnte und möglicherweise eine Art neue Revolution in Frankreich ausbrechen könnte. Und so war es für de Gaulle wichtig, dass man von Anfang an jetzt direkt anfangen musste, das staatliche System wieder zu stabilisieren, die Macht der Parteien wieder zu stabilisieren und damit Frankreich in eine neue Republik überleiten zu können. Dennoch sollte sich natürlich dieser Prozess bis in das späte Jahr 1945 hinziehen, denn zunächst einmal musste der Krieg ja von den Alliierten gewonnen werden. Doch nachdem der Krieg nun im Mai 1945 zumindest in Europa geendet hatte, konnte man sich nun ganz den französischen innenpolitischen Problemen widmen. Und hier ging es nun darum, dass man ja zunächst mal eine neue Verfassung ausarbeiten musste. Denn eine Sache war ja klar, die alte Dritte Republik, die bis vor dem Krieg existiert hatte, war im Grunde jetzt hinfällig geworden. Die wollte man auch nicht nochmal neu auferrichten, denn die hatte auch mit jede Menge Problemen zu kämpfen gehabt vor dem Krieg und entsprechend wollte man jetzt hier auch politisch ein Zeichen setzen, einen Neuanfang wagen und dieser Neuanfang sollte die vierte französische Republik werden. Für den 21. Oktober 1945 hatte man deshalb eine Volksbefragung angesetzt, denn man wollte natürlich den Rückhalt der französischen Bevölkerung haben, um diesen neuen Staat gründen zu können. Tatsächlich war diese Volksabstimmung ein Novum gewesen, denn erstmals in der französischen Geschichte durften nun auch Frauen abstimmen, denn das Frauenwahlrecht war
in Frankreich verhältnismäßig spät eingeführt worden. In Deutschland beispielsweise hatte man es ja schon nach dem Ersten Weltkrieg gehabt und in einigen wenigen Regionen Europas hatte man es sogar schon vor dem Ersten Weltkrieg gehabt. Insofern war also Frankreich hier ein Spätzünder gewesen. Das Ergebnis der Volksabstimmung brachte zutage, dass über 96% der Franzosen sich gegen eine Weiterführung der alten Dritten Republik aussprachen. Die Vierte Republik, die nun entstehen sollte, bestand zwischen den Jahren 1946 und 1958 und zeichnete sich vor allem durch einen sehr starken Parlamentarismus aus. Der verfassungsgebenden Versammlung war wichtig gewesen, dass man das Parlament als die zentrale Gewalt im Staate hervorheben sollte. Im Parlament sollten die zentralen Entscheidungen getroffen werden. Das Parlament sollte am Ende die stärkste Kraft unter allen politischen Institutionen sein. Der Staatspräsident wiederum auf der anderen Seite sollte in seinen Befugnissen sehr stark eingeschränkt werden und lediglich oder hauptsächlich eine repräsentative Funktion haben. Das ist für heutige Verhältnisse und für das, was wir heute aus Frankreich kennen, eher ungewöhnlich, denn wir verbinden ja Frankreich heute eigentlich mit einem präsidialen System, also mit einer starken Stellung des Präsidenten. Doch das war in der Vierten Republik eben anders geplant gewesen, denn hier sollte der Staatspräsident eben zurückgedrängt werden, ein Stück weit auch aus den alten Erfahrungen, die man gemacht hatte, unter anderem mit Kaiser Napoleon III., der ja zunächst auch erstmal ein starker Staatspräsident gewesen war und dann das System ausgehöhlt hatte und ein Kaiserreich daraus gemacht hatte. Und hier schwang in gewisser Weise noch die Skepsis gegenüber dem Staatspräsidenten mit und insofern wollte man den möglichst in seinem Einfluss beschränken. Die Verfassung selbst machte sich im Grunde alles zu eigen, was man so an Menschen- und Bürgerrechten kannte, die man im Rahmen der Französischen Revolution von 1789 und den folgenden Revolutionen so erkämpft hatte. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ein allgemeines und geheimes Wahlrecht, alle diese Dinge sollten jetzt eingeführt werden. Zusätzlich sollte eben auch die politische Rolle der Frau und überhaupt die Gleichstellung der Frau gestärkt werden. Etwas, was ja lange Zeit in Frankreich so nicht der Fall gewesen war. Doch nun geschah etwas Unerwartetes, denn tatsächlich wurde dieser Verfassungsentwurf mit der starken parlamentarischen Demokratie von 53% der Bevölkerung in einer Volksbefragung bzw. einem Volksentscheid abgelehnt. Denn das Volk musste natürlich diesem Entwurf zustimmen und das tat es nicht. Und damit wurde zum ersten Mal in der französischen Geschichte überhaupt eine Verfassung vom Volk zurückgewiesen und damit im Grunde ja auch die Staatsgründung zunächst einmal zurückgewiesen, denn ohne diese Verfassung konnte man den neuen Staat ja auch nicht begründen. Das Ergebnis war nun, dass man eine neue verfassungsgebende Versammlung einberufen musste, denn die alte verfassungsgebende Versammlung hatte jetzt quasi ihre Legitimität verloren mit dem Scheitern dieses Ansatzes und damit wurde ein neues Gremium zusammengerufen und eine neue Verfassung bzw. ein neuer Verfassungsentwurf ausgearbeitet. Dass die Ausarbeitung einer neuen Verfassung große Probleme bringen würde, war allen Beteiligten im Grunde klar gewesen. Denn man musste innerhalb dieser verfassungsgebenden Versammlung sehr große Hürden überwinden und zwar auch zwischenparteiliche Hürden. Denn man hatte ja verschiedene Parteien in dieser verfassungsgebenden Versammlung, die sehr unterschiedlich waren. Man hatte ein starkes linkes Lager mit Sozialisten, Kommunisten und so weiter. Und man hatte ein rechtes Lager mit republikanischen Kräften und diese zwei Seiten, diese zwei Blöcke hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was man mit dem Staat machen sollte. Und insofern mussten hier große Kompromisse getroffen werden und diese Kompromisse sollten die Republik an vielen Stellen immer wieder einholen, wo die politischen Lager im Laufe der Zeit, aber auch in wesentlich späteren Tagen und im Grunde bis heute noch ständig aneinander krachen sollten. Zu den rechten Kräften innerhalb dieser verfassungsgebenden Versammlung gehörten natürlich auch die Gaullisten, also die Anhänger Charles de Gaulles, wenn man so möchte. Konservative Denker dieser Zeit, die sich ein anderes System gewünscht hatten, die skeptisch waren gegenüber dieser zu starken Machtstellung des Parlaments, denn das wiederum erinnerte auch an die Französische Revolution, an die alten Jakobiner und ihre alleinige Herrschaft des Parlaments sozusagen, dass man eben auch nicht haben wollte. Insofern war dieser zu starke Parlamentarismus auch mit einem historischen Negativbeispiel belegt gewesen. Der Kompromiss war also am Ende, dass man die Exekutive jetzt nun ein gutes Stück stärkte gegenüber dem alten Verfassungsentwurf. Dennoch blieb aber das Parlament die zentrale Kraft. Und vor allem die Gaullisten waren mit diesem Verfassungsentwurf immer noch nicht einverstanden gewesen, denn die hätten sich eine weitere Stärkung der Exekutivgewalt und damit der Position des Präsidenten lieber gewünscht. Der Verfassungsentwurf sah insgesamt ein Zweikammerparlament vor. Die Nationalversammlung sollte die zentrale Gewalt sein und darüber hinaus sollte es dann eine zweite Kammer geben, die allerdings mehr repräsentative
und beratende Aufgaben wahrnehmen sollte. Hinzu kam der Staatspräsident an der Staatsspitze, der auf 7 Jahre gewählt werden sollte. Ursprünglich allerdings sollte dieser Präsident vom Parlament gewählt werden und nicht direkt vom Volk, das sollte dann erst in späteren Jahren kommen. Doch von Beginn an litt die Vierte Republik, die nun entstehen sollte, unter den großen Problemen der unterschiedlichen politischen Lager. Und das sorgte dafür, dass die Vierte Republik insgesamt ein sehr instabiles politisches System war, im Übrigen genauso wie die Dritte Republik davor. Die Dritte Republik, die immerhin 70 Jahre existiert hatte, hatte 87 Kabinette gehabt, also eine ganze Menge für eine verhältnismäßig kurze Zeit. Doch die Vierte Republik sollte das Ganze sogar noch toppen und sollte innerhalb der 14 Jahre ihres Bestehens bereits 26 Kabinette haben. Das bedeutet, dass im Grunde alle 6 Monate ein Regierungswechsel stattfand und wenn das eben nicht Instabilität zeigt, was dann sonst? Die Schwachstelle des Parlaments waren die zahlreichen Parteien, wie gesagt, die dort vertreten waren. Denn diese Parteien fanden in den wenigsten Fragen zueinander. Und so kamen kaum wirkliche Mehrheiten, geschweige denn absolute Mehrheiten zustande, mit der man stabile Regierungen bilden konnte. Denn die Regierungen waren im Grunde immer Minderheitenregierungen, die auf das Vertrauen und die Zuarbeit anderer angewiesen waren, weil man eben nie eine eigene absolute Mehrheit zustande bekommen hatte in der Vierten Republik. Trotz großer Differenzen in Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Innenpolitik, Sozialpolitik und so weiter, sollte die Vierte Republik trotzdem auch wichtige Ergebnisse für die französische Geschichte erzielen. Zum einen trat Frankreich in dieser Zeit der NATO bei, damit hatte man sich also bereit erklärt, sich in das westliche Militärbündnis zu integrieren und damit eine führende Rolle in Europa einzunehmen. Gleichzeitig war man darum bemüht, einigermaßen solide Beziehungen zu Großbritannien zu halten, denn das war ja in den 2 Weltkriegen ein natürlicher Verbündeter gewesen und so wollte man die Verbindungen dazu aufrechterhalten. Wirtschaftspolitisch bedeutend und auch für die europäische Integration insgesamt bedeutend war die Gründung der Montanunion in den frühen 50er Jahren. Hier hatte man also den Vorläufer der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in gewisser Weise gebildet, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und diese Gemeinschaft sollte vor allem Frankreich und Deutschland wieder annähern, denn dadurch, dass man quasi jetzt Eisen- und Stahlindustrie und Kohle und so weiter gemeinsam verwalten wollte, wollte man natürlich verhindern, dass Deutschland einseitig wieder aufrüsten könnte, wie das nach dem Ersten Weltkrieg passiert war und so wollte man Deutschland klein halten. Gleichzeitig sollte das aber die Grundlage legen für eine beständige deutsch-französische Annäherung, die dann in den 60er Jahren unter Charles de Gaulle einen ersten Höhepunkt erreichen sollte. In den 50er Jahren sollte es auch massive Rückschläge geben, die bis heute in der europäischen Geschichte zu spüren sind. Und das war das Scheitern der sogenannten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Denn Frankreich hatte die Idee in den 50er Jahren ins Spiel gebracht, dass Europa neben der NATO ein eigenes europäisches Verteidigungsbündnis schließen sollte, um sich damit vor allem im Zeitalter des beginnenden Kalten Krieges, also in diesem Aufeinandertreffen von USA auf der einen Seite und Sowjetunion auf der anderen Seite ein Stück weit militärische Neutralität zu sichern. Man wollte eine militärische Eigenständigkeit bewahren, abseits der NATO, die eben von den USA dominiert wurde. Doch diese Idee, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen, scheiterte schlussendlich an der französischen Nationalversammlung, denn dort wurde dem Ganzen nicht zugestimmt. Eine der letzten großen außenpolitischen Handlungen der Vierten Republik war sicherlich die französische Unterzeichnung der Römischen Verträge von 1957, denn damit erblickte die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das Licht der Welt. Und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft existierte danach über Jahrzehnte, bis sie dann schlussendlich durch die heute bekannte Europäische Union, die EU, abgelöst werden sollte. Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren aus französischer Sicht vor allem auch durch die Kolonialpolitik bestimmt, denn Frankreich hatte ja genauso wie Großbritannien ein größeres Kolonialreich, insbesondere Nordafrika. Und die Schwäche der Franzosen bereits im Zweiten Weltkrieg, die Besatzungszeit, hatten natürlich die verschiedenen Unabhängigkeitsbewegungen in den Kolonien dafür genutzt, sich nun von Frankreich loszusagen. Überall waren Aufstände ausgebrochen und Unabhängigkeitsbestrebungen ausgebrochen. Und teilweise wurden die jetzt von der Vierten Republik eben so beantwortet, dass man sagte, in Ordnung, das verstehen wir, ihr könnt in die Unabhängigkeit gehen. Das tat man mit zahlreichen Kolonien. Doch eine gewichtige Ausnahme dieses Konzepts
blieb Algerien. Denn Algerien war aus französischer Sicht nicht einfach nur eine Kolonie, sondern in Algerien lebten mittlerweile sehr viele Franzosen, die sich dort niedergelassen hatten und dort eine reiche und einflussreiche Minderheit quasi bildeten. Und man sah Algerien viel mehr als andere Kolonien als eine Erweiterung des französischen Staatsgebiets, also als Kerngebiet Frankreichs. Und deswegen konnte man die Unabhängigkeitsbewegung in Algerien nicht so tolerieren wie in den anderen Kolonialgebieten. Und deswegen griff man hier nun militärisch mit allen Mitteln ein. France throws the bulk of its military manpower into the Algerian rebellion, which daily assumes the proportions of total war. Flying columns fan out through the country, which on all sides has become a target for hit-and-run attacks by native guerrillas. And rounding up guerrillas has kept almost 400,000 of France's best troops pinned down. Chief sufferers in the raids have been the outlying farm communities, many of which have been razed by fire and their operators slaughtered. Whole factories have been put to the torch, even as France builds up its military establishment to peak strength. Armed depots now dot the whole Algerian landscape, as French forces are deployed to provide swift striking power in a war of attrition whose end is not in sight. Die algerische Unabhängigkeitsbewegung ging dabei mit brutalen Mitteln vor, bis hin zu Terroranschlägen und Anschlägen auf die französische Minderheit in Algerien. Gleichzeitig ging das französische Militär aber nicht weniger rabiat gegen die Aufständischen vor. Das Ganze wurde militärisch niedergeschlagen, es gab Folter und viele andere Dinge und all diese Dinge sorgten in der französischen Öffentlichkeit für Empörung. Das, was das französische Militär in Algerien vollzog, war für viele Franzosen nicht mehr nachvollziehbar und auch für die verschiedenen französischen Parteien teilweise nicht mehr. Und somit geriet die Vierte Republik in eine Krise, die sie schlussendlich zerreißen sollte. Das Land drohte in einer Art Bürgerkrieg und im politischen Chaos zu versinken. Und in der Stunde der größten Not sozusagen rief man nun eine Person zurück in die politische Verantwortung, die das Land, so hoffte man, erneut einen würde, und das war natürlich General Charles de Gaulle. Bereits am 1. Juni 1958 wurde de Gaulle der neue Regierungschef und sollte damit die Vierte Republik stabilisieren, so hoffte man sich. Doch tatsächlich sollte es dazu nicht mehr kommen, denn die Republik zerbrach und damit musste eine neue Staatsgründung in gewisser Weise erneut vollzogen werden. 1958, wie gesagt, begann das Zeitalter General de Gaulle. De Gaulle war ein Mann, der die Rolle des Staatspräsidenten in Frankreich enorm stärken sollte und das auch von Beginn an als Ziel für sich gesetzt hatte. Denn de Gaulle war der Meinung, dass das Parlament nicht zu viel Macht haben sollte, sondern der Staatspräsident sollte quasi auch als Gegengewicht zum Parlament herhalten, und um dem Staatspräsidenten genug Legitimität zu geben, war auch kennzeichnend für die Ära de Gaulle, dass man immer und immer wieder Volksentscheide durchführte. Immer wenn irgendetwas dem Staatspräsidenten nicht passte, wenn er mit der politischen Richtung des Staates nicht einverstanden war, setzte er einen Volksentscheid an. Das wurde auch in der neuen Verfassung so festgelegt, diese Befugnis. Und damit konnte de Gaulle in gewisser Weise eine zweite legislative Gewalt neben dem Parlament aufbauen, mit der er eben Parlamentsentscheidungen auch untergraben konnte. Mit de Gaulles Präsidentschaft sollte schlussendlich die alte repräsentative Funktion des Staatspräsidenten der Vierten Republik nun endgültig wegfallen und viel stärker ein politischer Präsident mit großen Entscheidungsbefugnissen installiert werden. Und de Gaulle machte von diesen Befugnissen auch Gebrauch. Denn nun konnte der Präsident den Regierungschef auswählen und einsetzen, anders als das vorher der Fall gewesen war, weil vorher hatte das Parlament gemacht. Er konnte auch das Parlament auflösen, er konnte mit verschiedenen Notstandsgesetzen notfalls diktatorisch durchregieren. In der nun entstehenden Fünften Republik unter de Gaulle sollte natürlich genauso wie in der Vierten Republik das Parteiensystem eine große Rolle spielen. Genau wie in der Vierten Republik gab es unterschiedlichste Parteien, von ganz links mit Sozialisten und Kommunisten bis ganz rechts mit Republikanern und vor allem natürlich den Gaullisten. Und diese verschiedenen Lager sollten in den Jahren immer wieder aneinander geraten, auch nachdem de Gaulle selber politisch schon längst keine Rolle mehr spielen sollte. Anders als in der Vierten Republik war allerdings das politische System der Fünften Republik mehr davon bestimmt, dass man nun immer größere Blöcke auf beiden Seiten hatte. Man hatte also nicht mehr nur einzelne Parteien, die sich untereinander bekämpften, sondern es bildeten sich zwei große Blöcke im Parlament, ein linker Block und ein rechter Block. Und das machte es eben möglich, jetzt nun viel leichter Mehrheiten im Parlament zu finden. Denn jede dieser zwei
Blöcke hätte theoretisch eine absolute Mehrheit bringen können und damit sollte man jetzt nun das politische System stabilisieren. Denn mit absoluten Mehrheiten konnte man stabile Regierungen schaffen und mit stabilen Regierungen konnte man eben auch das Land auf Dauer stabil halten, anders als das bei den zwei Republiken, der vierten und der dritten, davor gewesen war. Die über 10 Jahre andauernde Präsidentschaft de Gaulles sollte dazu führen, dass in Frankreich vor allem jetzt die Dekolonisierung abgeschlossen werden sollte. Insbesondere Algerien und die Algerienkrise wurde unter de Gaulle gelöst. Er hatte durchgesetzt, dass man in Algerien nun selber abstimmen sollte, ob man weiterhin zu Frankreich gehören wollte oder eben nicht. Das rief im Militär durchaus größere Widerstände hervor und zwischenzeitlich führte das sogar zu einem kleinen Militärputsch in Algerien, der allerdings von de Gaulle dann mit diktatorischen Machtmitteln auch wieder eingebremst wurde. Bei verschiedenen Volksabstimmungen ließ sich de Gaulle immer wieder seine Politik bestätigen, auch seine Algerienpolitik. Und die Abstimmungsergebnisse von 70%, 80%, teilweise sogar über 90% bestätigten de Gaulles politische Linie. Und damit konnte natürlich der Staatspräsident auch sehr selbstbewusst gegenüber dem Parlament sich hinstellen und konnte sagen, was ich hier tue, das ist der Volkswille und damit ist das in Ordnung. Mitte der 60er Jahre befand sich de Gaulle im Grunde auf dem Höhepunkt seiner Popularität und Macht. Insofern wundert es nicht, dass er sich bei der Präsidentenwahl der erneuten gegen seinen Widersacher François Mitterrand durchsetzen konnte und damit eben erneut Staatschef werden konnte. Und schlussendlich sollte er diese Position dann bis Ende der 60er Jahre innehaben. Doch Ende der 60er Jahre war de Gaulles Popularität im Niedergang begriffen. Er hatte seinen eigenen Verbleib als Staatspräsident von einer Reform des Senats abhängig gemacht. Das wurde dem Volk zur Abstimmung übertragen und das Volk stimmte dagegen. Und damit hatte de Gaulle sein eigenes politisches Schicksal in gewisser Weise besiegelt und schied 1969 als Staatspräsident aus. Die Ära de Gaulle war insbesondere außenpolitisch von großer Bedeutung, denn de Gaulle sah sich eben primär als einen Außenpolitiker. Allerdings war diese Politik auch durchaus mit Problemen versehen, denn de Gaulle hatte beispielsweise eine sehr kritische Haltung gegenüber der NATO. Das hängt damit zusammen, dass de Gaulle der Meinung war, dass Frankreich eine militärisch unabhängige Rolle in Europa spielen sollte. Man sollte sich nicht vor den Karren der Amerikaner oder der Sowjetunion spannen lassen, sondern man sollte eine eigenständige vermittelnde Kraft in der Mitte sein und das wollte man nach Möglichkeit auch durch eine Annäherung an Deutschland erreichen, mit dem man dann eine große militärische Achse in Europa quasi hätte bilden können. Das führte dazu, dass in der Ära de Gaulle Frankreich sich zeitweise aus dem militärischen Apparat der NATO zurückzog und die Zerwürfnisse, die daran hingen, waren so groß, dass die NATO ihr eigenes Hauptquartier, was vorher in Paris gewesen war, nun nach Brüssel verlegen musste, also nach Belgien in ein anderes Land, weil die Franzosen eben nicht mehr bereit waren, bei dieser Sache mitzumachen. Die französischen Beziehungen zu Deutschland wurden unter de Gaulle noch einmal intensiviert. Mit Adenauer kam de Gaulle offenbar einigermaßen gut zurecht und der Élysée-Vertrag der frühen 60er Jahre, der deutsch-französische Vertrag, der dort geschlossen wurde, sollte einmal mehr die Verbundenheit Frankreichs und Deutschlands nun zeigen, was ja längst keine Selbstverständlichkeit war nach den zwei verheerenden Weltkriegen, die dieser Entwicklung vorausgingen. De Gaulles Außenpolitik war insgesamt eine sehr nationalistische Außenpolitik. Das bedeutet, de Gaulle ging es immer viel mehr um die Grande Nation, also um Frankreich selbst, als um Europa insgesamt. Das zeigte sich auch daran, dass de Gaulle viele Jahre den Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft blockiert hatte. Denn wirtschaftlich gab es dafür eigentlich gar keinen Grund. Denn de Gaulles einziger Grund war, dass Großbritannien möglicherweise Frankreichs Führungsrolle in Europa hätte angreifen können. Und dieses Risiko wollte de Gaulle nicht eingehen und so wurde quasi bis Anfang der 70er Jahre der Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft immer weiter herausgezögert. In der gesamten Ära de Gaulles sollte dieser Beitritt nicht erfolgen. Als de Gaulle 1969, wie gesagt, aufgrund eines gescheiterten Referendums aus der Politik ausschied, war die Nachfolge in gewisser Weise offen. Man hatte allerdings einen sehr aussichtsreichen Kandidaten, wieder einen Gaullisten, nämlich Georges Pompidou. Denn Pompidou war unter de Gaulle lange Zeit Regierungschef gewesen, also sprich der französische Ministerpräsident, und es war in gewisser Weise vielleicht vorgezeichnet, dass Pompidou zumindest versuchen würde, de Gaulle nachzufolgen, und das sollte er schlussendlich auch tun. Dass Pompidou sich hier einigermaßen schnell durchsetzen konnte, hing auch damit zusammen, dass der linke Block bei der Kandidatenfindung größere Probleme hatte. Man hatte insgesamt 4 verschiedene Kandidaten, die man ins Rennen schickte, und da fand sich keine wirkliche Mehrheit, die man gegen die Gaullisten hätte ins Feld führen können. Insofern konnte Pompidou die Staatspräsidentenwahl für sich gewinnen und wurde damit der Nachfolger de Gaulles. Unter Pompidou wurde nun eine neue Wirtschaftspolitik und Außenpolitik
Politik eingeleitet, die insbesondere gegenüber Großbritannien wesentlich versöhnender war als unter de Gaulle. Denn Anfang der 70er Jahre konnte Großbritannien nun endlich nach zweimaligem Anlauf der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, beitreten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenanregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!